Und damit Hallöchen, die Raketen, und herzlich willkommen hier zum nächsten Rennen von Formel 1 2022. Herzlich willkommen aus Japan, aus Suzuka. Ja, wir sind da. Ihr seht das Riesenrad. Traditionsreiche Strecke. Ich freue mich wieder hier zu sein, zumal die Strecke in F1 22 deutlich angenehmer zu fahren ist als sonst. Wir haben 21 Grad. Es bleibt leicht bewölkt mit aufklarendem Himmel, aber es bleibt trocken. Wir sind unterwegs auf 5,8 Kilometern, 18 Kurven, eine DRS-Zone. Wie gesagt, traditionsreiche Strecke schlechthin. Und ich freue mich einfach, dass wir hier endlich auch wieder die Karriere fahren können. Ja, wie eben angesprochen, ich freue mich mega wieder hier zu sein, weil sich das Fahrzeug hier in F1 22 auf der Strecke deutlich angenehmer anfühlt als in den Vorgängerteilen. Ich weiß nicht, ob es nur an der Fahrphysik liegt oder ob man generell auch was gemacht hat. Und von daher hoffe ich einfach, dass die Kurve auch hier weiter nach oben zeigt. Wir haben in den letzten Rennen Punkte mitgenommen, das soll natürlich auch hier wieder passieren. Also von daher drückt die Daumen, wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da und dann geht's jetzt los. So, damit wie immer der Blick in die Zwischenstände. Ihr seht, sie haben immer noch keinen Rivalen, denn aktuell bleibt die Auswahl der Rivalen, wie auch schon im letzten Rennen angesprochen, bei Hamilton, Perez und Verstappen hängen. Ab und an war noch Leclerc mit dabei, aber alles keine Rivalen, die wir im Moment zu schlagen imstande sind. Sagen wir es mal so, es gibt keinen realistischen Ansatz, einen dieser Fahrer auch nur ansatzweise zu schlagen. Dafür passt es aktuell noch nicht gut genug und deswegen haben wir hier weiterhin keine Rivalität. Im Bereich der Forschung sind wir immer noch viertstärkste Kraft. McLaren ist ungefähr gleich auf. Mercedes liegt ein ganz, ganz kleines Stückchen vor uns. Das sehen wir gerade, wenn wir in den Verlauf gucken, wie dicht McLaren an uns dran ist und wie dicht beide Teams an Mercedes und an Red Bull dran sind. Ferrari hat hier nochmal einen kleinen Satz gemacht, hat den Vorsprung in der Leistungstabelle wieder ein bisschen ausgebaut und auch im unteren Feld konnte sich zum Beispiel Aston Martin und Williams wieder ein bisschen an die vorherigen Teams mit ransetzen. Aktuell haben wir keine Forschungen in der Pipeline. Beim letzten Mal ist alles gekommen. Ich habe es euch gezeigt. Und wir haben jetzt nichts weiter reingepackt, weil ich nicht weiß, ob vielleicht im nächsten Rennen oder so noch Forschungspunkte benötigt werden, um Zwischenstände zu speichern. Da ist aktuell noch nichts drin. Das Einzige, was ich euch sagen kann, dass es hier schon eine Rücktrittserklärung gegeben hat und die kommt von Sergio Perez. Also Sergio Perez wird Red Bull am Ende der Saison verlassen. Damit ist auf jeden Fall gewiss, dass es mindestens ein oder zwei Fahrerwechsel geben wird. Inwieweit sich die dann in die nächste Saison reinziehen, das kann ich noch nicht sagen, aber da bin ich natürlich sehr gespannt. Was die Fahrer und KWM angeht, sieht es so aus, dass Leclerc weiterhin führt. Ich denke, hier wird auch kein Weg an Leclerc am Fahrerweltmeistertitel vorbeiführen, zumal Max Verstappen da über 100 Punkte weit weg ist und Carlos Sainz wird ihm dann nicht mehr das Wasser reichen. Wir liegen aktuell auf Rang 11, wir haben 39 Punkte, liegen einen Punkt hinter Dani Ricciardo, der auf Rang 10 liegt. Also auch hier ist die Top 10 im Bereich der Fahrer-WM noch zu erreichen. Wir sind ja nach dem letzten Rennen da einen Platz zurückgerutscht und in der KWM sind wir Siebter. Wir sind jetzt 5 Punkte vor Haas, 30 Punkte hinter Alfa Romeo. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr einzuholen sein. Wir versuchen natürlich unser Bestes in den letzten verbleibenden Rennen, aber ich denke, mit Rang 7 sollten wir uns schon mal abfinden. Eventuell kann es sein, dass Haas uns nochmal kascht, aber der siebte Rang sollte jetzt so grob das Ziel sein. Das war es jetzt auf jeden Fall von den Zwischenständen. Kurzer Sprung ins Qualifying. Wir gehen hier auf die schnellste Runde und dann sehen wir uns im Rennen wieder. Also, let's fetz. So, wir gehen jetzt hier auf die letzte fliegende Runde zum großen Preis von Japan. Vor uns Porsche. Wir sind hier wirklich der Letzte, der auf die Strecke geht und ich hoffe, dass Porsche uns jetzt hier gleich gut Platz macht. Da ist der Red Bull. Können wir uns noch mal verbessern? Das ist immer die große Frage. Qualifying die KI immer unheimlich stark. Hier ordentlich gut jetzt auf dem letzten Stück.
Knappe halbe Sekunde. Kommen wir nun zur Startaufstellung zum großen Preis von Japan hier aus Suzuka. Von der Pole Position geht Lando Norris ins Rennen vor Fernando Alonso. Hier gab es wieder eine Menge Strafversetzungen. Ihr werdet das auch gleich sehen. Auch wir werden weiter vorne starten. George Russell auf 3. Wir starten von der 4, normalerweise eigentlich von 10. Dann Mick Schumacher vor Charles Leclerc, der hier schon strafversetzt wurde. Also da, wie gesagt, nicht der Einzige. Dann Kevin Magnussen mit einer Strafversetzung. Vettel auf 8. Dann Ocon strafversetzt. Lance Stroll auf der 10. Max Verstappen auf 11. Strafversetzt vor Pierre Gasly. Dann Valtteri Bottas strafversetzt auf der 13. Vor Sainz mit einer Strafversetzung. Es geht weiter mit Albon und Pochet auf 15 und 16, auf den Plätzen 17 und 18 Latifi und Yuki Tsunoda und dann hinten weiter Daniel Ricciardo und Lewis Hamilton vor Sergio Perez und Zhou Guan Yu. Also mehr als die Hälfte des Feldes strafversetzt. Alto Belli. So, der Blick in die Rennstrategie zeigt ganz klar das alte Bild, medium hart. Wir können auch wieder nicht zwischen geplant und personalisiert umschalten, weil der Bug sich immer noch nicht behoben hat. Es ist noch kein neues Update draußen. Von daher spekulieren wir auf Runde 13. Es kann sein, dass wir in Runde 12 reinkommen und dann auf Hard wechseln. Wir müssen mal gucken. Also auf jeden Fall lohnt es sich hier nicht, auf dem Softreifen zu starten, weil der Softreifen über die Distanz halt einfach zu schnell abbaut und zu aggressiv ist. Und ich glaube nicht, dass sich das hier lohnen würde. Ja, 27 Runden sind es. Wir nehmen mal für 29... 6 Sprit mit, in der Hoffnung, dass wir hier nicht ganz so einen hohen Spritverbrauch haben wie in Singapur und wir nicht wieder auf den letzten Metern hier so viel Sprit sparen müssen, um nicht mehr attackieren zu können. Wir gucken einfach mal, was passiert. Wie gesagt, es bleibt trocken, Strategie steht und dann, lasst uns einfach loslegen. Wir können sowieso nicht mehr viel ändern. Also es geht in die Einführungsrunde und dann habe ich richtig Bock, in der Hoffnung hier auf ein gutes Rennen. Also let's fetzen. Das ist die Einführungsrunde und die Stimmung steigt, während der Start des Rennens immer näher rückt. Welches Team wird sich durchsetzen? Wer hat heute die richtige Strategie? Gleich werden wir es wissen. Ja, die Saison neigt sich dem Ende und natürlich ist da auch die Frage nach den Fahrern, die eventuell in der nächsten Saison für uns fahren sollten. Also ich glaube nicht, dass wir Theo Pochet verlängern, aber ich hätte da Interesse an dem einen oder anderen erfahrenen Fahrer und von daher müssen wir mal gucken, wen wir da für die nächste Saison eventuell auf unsere Gehaltsliste setzen können. Bei Vorschlägen gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, wen ihr eventuell in der nächsten Saison hier bei uns im Team neben uns fahren sehen würdet. So, Autos jetzt in der Startbox. Ich habe Bock, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und da ist die Ampel. Großer Preis von Japan. Russell auf den Softs mit einem guten Start. Auch Magnussen kommt nicht verkehrt weg. Schumacher ebenfalls. Jetzt müssen wir hier ein bisschen zurückstecken gegen Schumacher. Verlieren gegen ihn einen Platz von 4 auf 5. Norris mit einem guten Start vorne weg vor Alonso. Macht hier schon die erste Lücke und Russell versucht von hinten direkt dran zu bleiben. Oh, den ersten Quersteher. Aktuell Haas mit 2 Fahrzeugen in den Punkten, das wäre für die KWM nicht ganz so gut. So, wir versuchen an Schumacher dran zu bleiben. Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest. Das sieht hier mit dem Windschatten ganz gut aus. Und vielleicht können wir uns hier in die Schikane schon reinbremsen. Ja, treiben Schumacher da in den Fehler. War ein bisschen optimistisch, aber Schumacher hat sich da auch verbremst, ohne Berührung. Jetzt die beiden Haas hinter uns, die jetzt gegeneinander fighten. Vielleicht lohnt sich das gleich für uns. Und vorne kämpft Russell gegen Alonso. Ich weiß nicht, ob es da eine Berührung gab.
Russell auf jeden Fall vorbei. Norris da vorne unheimlich stark. Ein riesen Vorsprung. Bisschen früh auf dem Gas gewesen. Auto wollte wieder wandern, aber vielleicht können wir trotzdem an Alonso ranfahren. Ist weit rausgekommen. Auf den Curb müssen wir auch aufpassen. Der kann wirklich dazu führen, dass wir das Auto auch da verlieren. Jetzt mal kurz ein bisschen auf den Sprit gucken, inwiefern sich der Sprit jetzt hier verhält. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Aktuell würde ich den Spritverbrauch über die Runde als fast gleichbleibend beziffern oder als minimal abbauend. Und damit der Blick in die Startwiederholung. Ampeln sind aus, eigentlich alle soweit gut weggekommen. Norris auf dem Mediums wunderbar, Alonso nicht ganz so gut. Russell da auf dem Soft am Anfang zumindest ein bisschen besser, konnte das aber nicht umsetzen. Und wir verlieren zwar anfangs den Platz gegen Mick Schumacher und Magnussen, können uns aber dann im Laufe der ersten Runde hier diesen Platz wieder mit zurückholen, sind eigentlich auch recht gut durchgekommen. So, jetzt nochmal der Blick in das Überholmanöver gegen Mick Schumacher. Mit Überschuss haben wir Schumacher hier in den Fehler getrieben. Den Verbremser provoziert und damit dann den Platz 4, unseren Startplatz, wieder zurückgeholt. Und wir hatten echt Glück, dass die beiden Haas dann auch direkt gegeneinander gefightet haben. Und damit konnten wir den Vorsprung hier gleich weiter ausbauen. Na, nächste Runde geht's rein. Spekuliere wieder so ein bisschen drauf, dass uns der harte Reifen wieder gefällt. Gab ja schon so Rennen, wo wir auf hart dann mehr aufgeholt haben als auf Mediums.
Boxenstopp ein. Alonso an der Box. Ja, Alonso an der Box. Auch Magnussen an der Box. Jetzt muss die Runde passen. Wenn wir vor Magnussen bleiben wollen. Führungskilometer, muss man auch ganz klar sagen. Boxenstopp. Auch Schumacher drin. Das ist 2,5. Vor Ocon, vor Schumacher. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr. Und hinter Alonso, vor Magnussen. ...8,4 Sekunden auf Alonso. Ich glaube, so gut kann der harte Reifen nicht sein, als dass wir das jetzt hier noch irgendwie kompensiert kriegen. Aber vielleicht kommt ja noch ein Safety Car, man weiß es nicht. Das Rennen ist noch lang und wir müssen erstmal das Fahrzeug stabil halten. Da versucht's Ocon von außen. Schumacher vorbei. Ich glaube, hinter Ocon müsste auch schon wieder Verstappen sein. So, Porsche an der Box. Theo kommt in die Boxengasse. Thank you.
Oh, irgendwo ist gelb. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,6 Sekunden. Schumacher. Grüne Flagge. Das ist natürlich ärgerlich. Zumal Ocon und Verstappen jetzt dann dicht dran sind und wir machen auch direkt den Fehler, ey. Wenn du dann oben drauf guckst, dann noch quatscht und dann auch noch in so eine Kurve reinfährst, dann verkackst du es meistens. Egal. Fakt ist, wir brauchen jetzt ERS für die Verteidigung auf Start und Ziel. Ocon und Verstappen betteln sich jetzt hier. Und Ocon bleibt erstmal vorne. Jetzt Verstappen vorbei. Oder auch nicht. Abstand zum Auto vor dir beträgt 13,1 Sekunden. Acht Runden noch. Und der Rest von dieser. Muss ich ehrlich sagen, so ein Ausfall von Russell, Alonso oder Norris hätte mir mehr gefallen als einer von Schumacher. Zu weit innen und deswegen das Auto verloren. Fast. Zumindest. Das heißt, wir haben jetzt wieder Ocon und Verstappen bei uns im Nacken. Ich glaube, wir haben ein Problem. Nein! Bitte nicht. Bitte nicht. Ausgerechnet jetzt, wo wir das erfolgreichste Rennen aktuell fahren. Schlechte Neuigkeiten. Wir haben ein Motorproblem. Nein! Ist auf Mager gestellt. Könnt ihr das nicht beheben? Okay, Klopf auf Holz. Anscheinend hat das Problem sich von selbst. Oh. Alter! Nein! Wir halten dagegen. Volle Pulle.
Ja, Gott sei Dank, mit dem mageren Gemisch auf der Stadionziel hätten wir das Ding hier verloren, den Zweikampf. So, jetzt wieder. Ocon wird es versuchen. Wir haben das ERS. Wir werden dagegen halten. Und er wird wieder zurückziehen. Wenn wir unseren Schuh hier runterfahren. Ziemlich wenige Safety Cars so in den letzten Rennen, die wir hier gesehen haben. Ah, Ocon versucht jetzt gegen Verstappen, holt er sich den Platz zurück, sieht aktuell gut aus. Alles zu unseren Gunsten. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. So, wo steht da denn der Bottas? Da steht er. Am Notausgang. So, Verstappen jetzt weit genug weg von Ocon, so dass Ocon nicht mehr attackieren kann. Müssen uns jetzt noch knapp zwei Runden gegen Verstappen verteidigen. Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,6 Sekunden.
etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 18,0 Sekunden. So, eine Runde noch. Eine Runde noch durchhalten. Fürs beste Saisonergebnis. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. So, schnellste Runde nochmal. Oh, und jetzt ist Verstappen nochmal dran. Schaut euch das mal an, schaut euch das mal an. Nix da. Hier machen wir jetzt dicht. Weil die unheimlich stark sind in dieser letzten Runde. Wir holen das beste Saisonergebnis. Rang 4. Yes! Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern, dass es alles andere als ein Spaziergang ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt haben wir einen neuen Formel-1-Weltmeister. Großartige Leistung von McLaren. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Während die Fahrer sich auf das Podest begeben, kann man annehmen, dass es bei McLaren heute Abend ordentlich krachen wird. Glückwunsch an alle im Team. Sie haben sich den Sieg gesichert und bewiesen, dass sie auf der Strecke ein ernstzunehmender Gegner sind. Und damit der Blick ins Endresultat. Unser Glück, Mick Schumacher fällt aus, dadurch Theo Pochet noch einen Rang nach vorne gekommen. Wir machen insgesamt 13 Punkte fürs Team gut und können uns damit um weitere 6 Punkte von Haas in der KWM absetzen. Lando Norris gewinnt das Ding hier vor George Russell und Fernando Alonso. Und ja, ihr habt es gesehen, Charles Leclerc wird hier Weltmeister. Traditionell in Suzuka. Ein wunderschöner Burnout ohne Qualm, ohne Reifenabrieb, alles ja wunderbar, wie sowas hier heutzutage funktioniert, mit welchen Fehlern auch immer. Egal, Verstappen können wir hinter uns halten in der letzten Runde, wollte das nochmal versuchen, aber da bin ich ehrlich, da habe ich die Tür einfach zugemacht. Das haben wir uns hier nicht mehr nehmen lassen, diesen vierten Platz. Wir gucken letztlich in die Rangliste. Wie gesagt, Leclerc wird Weltmeister mit 352 Punkten vor Carlos Sainz, dem auch die Vize-Weltmeisterschaft eigentlich nicht mehr zu nehmen ist. Wir bleiben in der WM, nee, wir werden wieder 10. Wir rutschen wieder einen Rang nach vorne. Daniel Ricciardo rutscht auf Rang 12 zurück. Wir rutschen von 11 auf 10 vor, haben jetzt 10 Punkte Vorsprung auf Esteban Ocon
und 21 Punkte Rückstand auf Valtteri Bottas, der hier keine Punkte holen konnte, da er einen Motorschaden hatte und das Auto abstellen musste. In der KWM bleibt Ferrari auch hier weiter vorne vor Red Bull und Mercedes. Wir bleiben auf Rang 7, konnten unseren Vorsprung, wie gesagt, um 6 Punkte weiter ausbauen gegen Haas und liegen damit auf sehr guten Weg, hier diesen 7. Rang dann für den Rest der Saison zu halten.